Habe ich einfach eigentlich noch auf einfach gestellt, fällt mir gerade ein. Ich weiß es gar nicht. Oder haben wir die Monster schon wieder aktiv geschalten? Ich muss mal kurz gucken. Nee, ist immer noch auf friedlich. So geht's ja nicht. Wir wollen hier schon einfach wieder haben. Das wollte ich ja nur auf friedlich machen, damit wir unser Hütchen hier wiederfinden. Aber das haben wir ja jetzt. So. Und unsere Spitzhacke gibt bald den Geist auf. Aber ich glaube, wir haben ja noch eine. Und wenn nicht... Doch, wir haben noch eine. Und wenn nicht, hätten wir uns halt eine noch gecraftet. So. Dann den Sand hier noch wegnehmen. Die Erde da auch noch weg. Und dann können wir das Ganze hier mit Koppel auslegen. Oder wir machen das mal aus Ziegelstein. Können wir natürlich auch machen. Sieht natürlich noch edler aus. Aber dafür müssen wir uns erstmal mit genügend Kohle das ganze Zeug brennen. Ja, und dafür brauchen wir erstmal wieder etwas Kohle. Ich glaube, das hier reicht, wenn wir das so basteln. So, so. So, und die sind noch weg und das natürlich auch noch. So, hübsch, hübsch, hübsch. Ja, ich glaube, ich hätte das schon lieber als Steinziegel. Haben wir denn noch Kohle? 10 Stück. Da haben wir noch 13 Stück. Ja, okay. Da ist noch ein bisschen was drin. Haben wir einfach mal Pflastersteine rein in den Ofen. Und hier haben wir auch noch 8 Kohle. Da können wir auch noch ein paar Pflastersteine reinhauen. So sieht das Ganze doch schon schön aus. Haben wir eigentlich Stickies? Haben wir genug? Okay. Gehe ich mal fix an die Werkbank und wir machen uns mal ein paar Zäunchen. 4, 6 sollten reichen. Hopp. Pflastersteine tue ich mal einpacken. Die Zäunchen nehme ich mir mal. Und dann machen wir einfach hier mal so ein kleines Schutzmäuerchen hin. Da können wir auch gerne eine Fackel hier draufstellen, dass es dann hier in den Keller geht und man nicht hier irgendwie reinplumpst. Können wir auch hier noch setzen. Tun wir die Fackel dann richtigerweise dahin platzieren. Das muss natürlich noch aus Holz sein. So, und dann sieht das Ganze doch schon relativ schick aus hier. Okay, okay, okay. Das macht langsam, aber sicher ein wenig Eindruck hier. Okay, das Ganze wird dann aus Ziegelsteinen also sein. Das heißt, wir können die bei Gelegenheit wieder wegmachen. Aber es ist doch ein relativ kleiner Keller, nicht wahr? Wir könnten den eigentlich auch noch etwas vergrößern. Ich glaube, das machen wir auch. Wir vergrößern den mal noch eine Runde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke mal, das ist eine richtig gar nicht mal so verkehrte Entscheidung, sag ich mal. So, vergrößern wir den Keller einfach noch etwas in die Richtung, damit er einfach etwas größer ist. So, noch da 2 hinter. Und danach können wir da auch noch, ja. So. Und dann müssten wir doch da auch schon am Ende sein, oder? So, da weg. Da wollen wir noch weg. Und hier auch. Den Keller machen wir jetzt gleich in seiner richtigen Größe, wie er sein soll. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, Lauf, Galopp. Über Stock und über Stein bricht dir aber nicht das Bein. Hier noch den ganzen Mist weg. Und dann sind hoffentlich oben auch schon ein paar Cleanies entstanden, womit wir uns Ziegel machen können. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Das muss alles weg. Sofort muss es weg. Es muss weg, es muss weg. Der Koppel muss weg.
So ein Dreck, so ein Dreck. Scheißen Dreck, der Koppel muss weg. Koppel, Koppel, Koppel. Koppel, Koppel, Koppel. Weg, weg, weg. Geh bloß weg. Du störst meinen Antlitz. Kleiner Koppel, großer Koppel. Steiniger Koppel, mickriger Koppel. Harter Koppel, weicher Koppel. Grauer Koppel, schwarzer Koppel. Koppel, Koppel, Koppel. Du musst weg. Oh! Jetzt flutet hier alles. Heiliger. Fail, fail, fail. Ich mache einen Fail. Fail, fail, fail. Fail, fail, fail. Fail, fail, fail. Hopp. Gehst du zu. Gehst du zu, du dummer Dreck. Scheißendreck. Das wollte ich nicht. Geh bloß weg. Dummes Wasser. Nein, nein, nein. Du auch mal weg. Du auch mal weg. So. Jetzt haben wir's geschafft. Hopp, hopp, hopp. Du musst weg. So, hier denn die Erde auch noch. Selbstverständlich doch. Und Gitarren-Solo. So, dann hier noch die ganze Luke. Koppel haben wir dann genug. Koppel haben wir genug. Auf jeden Fall. Auch Sand. Für unsere Bedürfnisse zumindest erstmal. So. Da machen wir gleich den Sand weg. Bevor uns wieder auf den Latz fällt. Jetzt hier den Koppel. Oh, da ist jemand an der Tür. Es klingelt, es klingelt. Zumindest im Lied. Boah, das Lied ist jetzt sowas von penetrant. Moment, ich schalte mal kurz weiter hier. Weiter. Klingt schon besser. So, und der Koppel weg. Ach, das ist ja Cleanstone. Aber er wird ja zu Koppel. So, und jetzt wird die Schaufel gezückt. Dass wir so viel Sand rauskriegen, hätte ich auch nicht vermutet. Ach, da kommt natürlich auch gleich wieder das Wasser reingepfiffen. Hopp, und zu damit. Scheißendreck. Das Wasser spült uns hier alles weg, immer. So, eins müssen wir aber noch. Ah, jetzt kommt da nichts mehr rein. Ja, da ist der Erdblock davor. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. So. Ja, das sieht doch jetzt schon besser aus. So ein kleiner, feiner Keller hier wird das werden. Der da im Entstehen ist. Den Koppel haue ich mal hier schon weg. Weil da kommt ja sowieso Ziegel gleich hin. Beziehungsweise, was heißt gleich? Dann halt, wenn wir Ziegel haben. So. Ja, Höhlengeräusch. Verarsch mich nicht. Ach, und die nächste Spitzhacke ist dem Untergang geweiht. Ja, das heißt, wir müssen uns eine neue craften. Haben wir eigentlich noch? Ja, wir haben doch genug hier. Koppel haben wir hier, dann hier nochmal, da nochmal und da nochmal. Und noch mehr Koppel, ist denn das zu fassen? Sand haben wir auch schon eine Menge. Erde natürlich auch, die kommt mal hier mit drauf. So. Glasblöcke können wir erstmal wieder weglegen. Oh, hier haben wir noch mehr Sand, habe ich gar nicht gesehen. Das Eisen brauche ich jetzt mal für eine neue Spitzhacke. Le Spitzhacke. Da bastle ich mir gleich mal zwei von. Wir wissen ja nie, was sonst hier so noch kommen wird. So, dann wird das alles aus Ziegel gemacht, also kommt das wieder weg. So, ja, das muss schon schick aussehen. Wenn wir es schon machen, dann richtig. So, und Ziegelstein sieht nun mal besser aus wie Koppel, finde ich. Koppel ist kacke. Also Koppel, okay, für Höhlen oder Dungeons oder so weiter, kann man das schon verwenden. Aber ich persönlich stehe mehr auf Ziegel.
Auf Ziegel haben wir denn hier schon Cleanies. 48 Stück und hier auch 48 Stück. Da machen wir uns mal ein paar Ziegel draus. So, hops, 64 Stück. Und nochmal ein paar Stück. Und das sieht doch schon viel schöner aus mit denen, wenn wir das dann hier so verzieren. Na, das sieht schon kelliger aus, finde ich. Ich finde das schöner. So. Ja, das sieht schon besser aus, finde ich. Das hat mehr Stil wie Kobbel. Das ist einfach zeitlos. Der Ziegelstein ist zeitlos und der Kobbel ist stillos. So einfach würde ich das mal beschreiben an der Stelle. Da brauchen wir es nicht. Hier machen wir mal weg die Fackel. Dafür stellen wir mal eine auf den Boden, damit es nicht allzu dunkel wird hier drin. Und dann machen wir hier mal noch den Kobbel weg. Da auch. So, 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 so und so. Und dann können wir hier noch mit Ziegelsteinen auskleiden alles. Da, da, da. Da, da, da. Ach, ich glaube, nee, der muss ja nicht, weil das wird ja sowieso Decke werden. So, okay, die ersten haben wir schon verbraten. So, und dann hier noch und da noch. Und da und da und da und da und da. So. So, na, das sieht doch mal schon richtig kellerhaft aus. Kellerkinder hier. So, aber ich wollte das doch nur so breit machen, nicht wahr? Ach, das war jetzt eigentlich Käse. Das hier können wir weghauen. Das da können wir eigentlich auch weghauen. Da haben wir ein paar Stück mehr und dafür tun wir da Dreck hinsetzen. Einfach ein bisschen Pfusch am Bau machen hier. Wird sich gleich zeigen, der Grund. Weil wir ja den Koppel erst ab hier machen wollten, die Ziegel ab hier schon machen wollten. Und dann verdeckt das ja sowieso alles. So. So, sieht das Ganze doch schon schick aus. Das wird doch. Hopp, 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 hopp. Ach, schade. Und schon sind wir out of Ziegelstein. So, wir können hier oben aber nochmal nachfeuern, würde ich sagen. Ich gebe mal noch einen 64er Stack Steine her. Hier kommen 57 rein. Okay, der braucht noch ein bisschen Kohle, wie ich sehe. Der Ofen und hier, der braucht auch noch Kohle und hier kommt ein 64er Stack rein. Da haben wir doch schon wieder 16 Steine, hier haben wir auch 17 Steine. Das Eisen packen wir mal flugs wieder hier rein in unsere Kiste. Und das kommt so hin angeordnet, dass wir uns da besser zurechtfinden. So. Und dann geht es schon mal wieder in den Keller hinab. Ja, und wo bauen wir uns denn dann jetzt hier die U-Bahn-Treppe runter oder den U-Bahn-Abstieg? Das ist natürlich eine gute Frage. Könnte man natürlich, ist das dann hier mittig? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste hier schon die Mauer sein dann. Mache ich mal so, da kommt Mauer hin. So, da haben wir hier die Treppe also. Sollen wir gleich hier vor die Nase den U-Bahn-Abstieg machen oder nicht? Ich glaube eher nicht. Da könnten wir dann auch überall Kisten vorsehen hier. Da und da Kisten hin und da auch. Moment, ich gehe mal schon kurz hoch. Hole ich mir mal schon wieder die nächsten frischen Steine raus. Dann machen wir uns mal noch ein paar Ziegelchen. Hops. Es gab wieder 44 Stück, das reicht uns erstmal. So, was haben wir denn hier? 1, zack, 2, zack, 3, zack. Ah, das ist nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Wir könnten aber zur Not noch eins vorgehen. Ich fange einfach mal von hier hinten an.
wenn wir sagen, okay, hier und hier und hier. So, da kommen Kisten hin. Dann kommen da Kisten hin. Und hier kommen auch Kisten hin. So. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt hier. So, dann muss das auf jeden Fall auch noch raus. So, da kommt das hin. Das. Der Boden, der kann ja aus Cleanstones bleiben, wie ich finde. So. Und hier daraus machen wir das genau gleich. So. Und hier das Ganze auch noch. Und dann haben wir einfach so Einkerbungen, wo dann Truhen hineinkommen. Da können wir gleich schon ein paar reinsetzen. Holz haben wir ja.